das muss ein Zufall sein. Er hat mit dem Verbrechen nichts zu tun. Emma. Die unterscheiden sich sehr von Inspektor Gamschus Fingerabdrücken. Deluminol-Reaktion. Das Blut und die Fingerabdrücke sind am selben Ort. Oh. Also haben wir Jake Marshalls Fingerabdrücke. Auf einer verwischten Blutspur. Aber warum würde Wachtmeister Marshall? Es sieht aus, als würden unsere Ermittlungen endlich ein paar Ergebnisse bringen. Ich schätze, das hier ist ein entscheidender Beweis. Ich kann's nicht glauben. Du musst es nicht glauben. To be continue. Ja, natürlich möchte ich speichern. Speichern ist immer etwas Feines. Wieder im Gerichtssaal. 24. Februar, 9.41 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Also, was denken Sie, Herr Wright? Ich denke, die Anklage ist ebenso verwirrt wie wir. Schließlich wurde das Opfer an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig ermordet. Und ein anderer Verdächtiger wurde am zweiten Tatort festgenommen. Hannah. Guten Morgen, Herr Wright. Ich möchte mich für gestern entschuldigen, ich war indisponiert. Ich hoffe, das Verhör hat nicht allzu lange gedauert. Wir sind eben fertig geworden. Ich bin aber an durchwachte Nächte gewöhnt. Das klingt doof. Und wie lief's? Es war, wie Herr Wright vermutet hat. Die Polizei ist ratlos. Das hatte ich mir gedacht und habe daraufhin eine Verfahrensabsprache angeregt. Eine Verfahrensabsprache? Was heißt das? Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich über diesen Simultanmord auspacke. Und die Staatsanwaltschaft nicht auf Todesstrafe plädiert. Das heißt es immer. Aber Lana, erzähl mir nicht, dass du... Es tut mir sehr leid. Aber ich tappe ebenso im Dunkeln wie die... Faust Guy. Wir haben Spuren im Beweisraum des Polizeireviers gefunden. Sie gehören Wachtmeister Jake Marshall. Sie haben Spuren von Wachtmeister Marshall gefunden? Blutige Fingerabdrücke, um genau zu sein. Oh, das gefällt dir nicht. Das ist das Ass, das ich heute im Ärmel habe. Sie verstehen doch, was das für Sie bedeutet, oder? Um meine Schwester zu verteidigen, wenn Sie Herr Marshall angreifen? Wir müssen die Karten ausspielen, die wir haben. Nicht wahr, Frostguy? Tun Sie, was Sie tun müssen, Herr Wright. Das gefällt dir nicht. 24. Februar, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht verwandelt jetzt den Fall Frau Lana Sky. Die Verteidigung ist bereit, euer Herr. Die Anklage ist... Es tut mir leid, aber das müssen Sie näher erklären. Man braucht 30 Minuten mit dem Auto vom Revier zur Staatsanwaltschaft. Das Opfer plus Goodman wird gleichzeitig an beiden Orten ermordet. Aber das ist physikalisch unmöglich, oder? Außerdem ist das Opfer aus dem Beweisraum einfach verschwunden. Ja, und die Leiche tauchte schließlich im Kofferraum von Herr Edgeworths Auto auf. Wow. Was für ein Durcheinander. Als Staatsanwalt ist es meine Pflicht, unparteiisch Beweise vorzulegen. Am heutigen Tag lege ich Beweise für den Mord im Polizeirevier vor. Dabei glaube ich, dass sich die weiteren Vorgehensweise von selbst zeigen wird. Das macht Herr Edgeworth so einmalig. Er klingt immer so souverän. Obwohl er selbst nicht weiß, was eigentlich los ist. Und das soll eine bewundernswerte Eigenschaft sein? Ja, gute Frage. Na schön, das Verfahren wird fortgesetzt. Was genau passierte am Tag des Verbrechens im Polizeirevier? Herr Edgeworth, rufen Sie bitte Ihren heutigen Zeugen in den Zeugenstand. Als ersten Zeugen ruft die Anklage den Verdächtigen des Mordes im Polizeirevier. Den Verdächtigen? Sie meinen den sogenannten Mörder? Meine Güte. Das fängt ja gut an. Oh nö, Meekens. Würde der Zeuge bitte seinen Namen und Beruf nennen? Ja, Sir. Ich bin Wachtmeister Mike Meekens, Sir. Mein Beruf ist, das wäre dann wohl Mörder, Sir. Sie wollen damit also sagen, dass Sie ein Profikiller sind. Euer Ehren, ich war's, euer Ehren. Ich bin der Täter. Ich werde nie wieder jemanden umbringen, euer Ehren. Sie müssen mir glauben, euer Ehren. Was wir eigentlich gerne von Ihnen hören würden, wäre... Euer Ehren, ich gehöre zur jungen Generation, wie Sie es nennen würden, euer Ehren. Ich bin jemand, dessen Handlungen ältere Menschen kaum verstehen können.
Bitte, Herr Triff, helfen Sie mir. Wachtmeister Meekins. Ja? Berichten Sie bitte über das Verbrechen. Betrachten Sie das als Befehl. Ja, wie Sie wünschen. Ich gehöre zu einer Generation, der man sagen muss, was sie tun soll. Sie können ihm jedenfalls keinen mangelnden Enthusiasmus vorwerfen. Verbrechensbericht, Euer Ehren. Verdammt Gott, das ist so ein Freak. Obwohl ich das normalerweise nicht tue, war ich an dem Tag für den Beweisraum zuständig. Mir fiel auf einen Monitor ein Verdächtiger auf und ich rannte in den Raum. Ich tat nur, was ich gelernt habe, Euer Ehren. Dann wurde ich angegriffen. Ich kämpfte mein Leben. Dann habe ich es getan. Dann fiel ich in Ohnmacht, bis mich ein anderer Wachtmeister aufweckte. Entschuldigung. Also hat das Opfer Inspektor Goodman angegriffen? Tu anderen Böses, bevor andere dir Böses tun. Das ist das Motto der Familie Meekins, Euer Ehren. Hä? War das nicht vorhin noch? Verdammt. Jetzt habe ich das voll vergessen, das Sprichwort. Meine Fresse. Ich bin so dumm irgendwie. Ich verstehe. Dann verloren sie das Bewusstsein und der Kollege weckte sie wieder auf. Ja, Euer Ehren. Er gab mir einen Klaps auf den Kopf, Euer Ehren. Na schön. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzfeuer beginnen. Ich brauche mehr Informationen. Verbrechensbericht, Euer Ehren. Moment mal, Herr Meekins, Sie arbeiten in der Abteilung Allgemeine Angelegenheiten, oder? Ja, ich bin für die Einstellung neuer Polizisten verantwortlich. Mann, also das ist doch mal ein erschreckender Gedanke. Am Tag des Verbrechens stand ein Beweismitteltransfer auf dem Programm. Was bedeutete, dass viele Polizisten mit Sonderaufgaben betraut wurden. Ich war für die Bewachung des Blue Badger zuständig. Des Blue Badger? Ja, Euer Ehren. Das witzige Polizeimaskottchen des Oberinspektors, Euer Ehren. Ich sollte sicherstellen, dass er beim Beweismitteltransfer nicht beschädigt würde. Das war meine einzige Aufgabe an den Tag, Euer Ehren. Ich verstehe. Klingt nach einer, wichtigen Aufgabe. Nachdem die Preisverleihung an dem Tag zu Ende ging, liefen so viele Leute herum. Dass ich den Blue Badger in den Beweisraum brachte. Oh, darum sind sie also in den Beweisraum gegangen. Sagen Sie uns, was Sie sahen, als Sie dorthin kamen. Moment mal, um den Beweisraum zu betreten. Braucht man einen Ausweis, nicht wahr? Stimmt genau, so einen, wie ich ihn gerade um den Hals trage. Dann sollte Ihre Dienstnummer hier aufgelistet sein, oder? Da steht sie. Ich hab sie. Die dort ist das. Können Sie uns die Nummer bitte vorlesen? Ja, Euer Ehren. Es ist die 498596. Das ist meine Dienstnummer, Euer Ehren. Ich verstehe. Aber die Nummer 498956596 kommt hier zweimal vor. Erklären Sie das bitte, Zeuge. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Das erste Mal war, als ich den Blue Badger in den Beweisraum brachte. Und das zweite Mal war, als ich ihn holen wollte, nachdem alles vorbei war. Ich verstehe. Es war also beim zweiten Mal als. Ja, Euer Ehren. Da habe ich den Mann auf dem Überwachungsmonitor gesehen. Yeah, aktualisiert. Ja, ja, du hast das getan, was du gelernt hast. Boss, was hast du gelernt? Sie wurden also angegriffen. Können Sie uns beschreiben, was genau passierte? Es war ein Messer. Ein Messer. Inspektor Goodman griff sie mit dem Messer an. Mit einem Messer? Was passierte dann? Nun, als ich auf ihn stieß, war er ebenso überrascht wie ich. Sie sind definitiv keine, mit denen man gern zusammenstoßen möchte. Ja, irgendwie ist das auch schon wieder zweideutig, aber das möchte ich jetzt so nicht sagen, weil ich jetzt wieder schneiden muss.